heutigen Impuls geht es um den Freudestatus, Ermittlung des Freudestatus im Unternehmen. Die Mitglieder der Ökonomie der Menschlichkeit haben die Möglichkeit, zweite Bilanz faktisch zu schaffen und zu schauen, ja, das, der monetäre Erfolg bildet sie in der Wirtschaftsbilanz und die menschliche Bilanz ist eben die Ermittlung des Freudestatus. Und da geht es halt um einen praktischen Impuls, wie schaut das aus, wie funktioniert das, was ist zu tun. Ich habe jemanden, Martin Kirchbaumer, Content Artist heute, die haben den Freudestatus im Unternehmen schon ermittelt und Martin ist so lieb und gibt ein bisschen weiter, was sind die Erfahrungen, wie habe ich das dann in Folge kommuniziert. Lieber Martin, danke für deine Bereitschaft. Sehr gerne, sehr gerne. Ein sehr spannendes Thema, das mich ehrlich gesagt schon über 20 Jahre interessiert und ich mit sehr vielen Firmen und Kunden bei unserem quasi sehr engen Beziehung über Kommunikation und Online-Marketing hier immer wieder angesprochen habe, wie die Einstellung aller Mitarbeiter und der Thematik im Unternehmen sich verändert und wächst. Und unsere Aufgabe ist es dann, über die Unternehmen online zu berichten. Das ist unser Beruf, aber gleichzeitig auch ist es immer mein Bedürfnis gewesen, hier unterstützend zu wirken. Was hilft einem Unternehmen? Und da hat sich jetzt herausgestellt, dass dieser Freudetest einen immensen Prozess einleitet bei den Mitarbeitern oder zwischen Mitarbeitern und Chef, weil die Themen angesprochen werden, um die es eigentlich wirklich geht. Und diese Themen werden zwar anonym ausgefüllt und werden anonym dann gemein ausgewertet, aber man sieht allein die Beschäftigung, was im Alltag, was einem privat Freude macht, was im sozialen Umfeld, was auch den Sinn abdeckt in seinem Leben. Alle diese Elemente, die vielleicht der ein oder andere selten in sein Leben integriert oder darüber nachdenkt, bei so einem Freudetest quasi angesprochen wird und zu Überlegungen führt. Und wenn der Test dementsprechend nachher wiederholt wird oder zum Thema gemacht wird in der Firma, bin ich überzeugt, oder wie ich es auch selber erlebt habe mit den Mitarbeitern, hilft das quasi in die richtige Richtung, sich gemeinsam zu entwickeln. Ich kann nur jedem sehr empfehlen, dieses Experiment zu starten, zu machen, um dann auch zu schauen, was fehlt es im Unternehmen, um hier eine Entwicklung voranzutreiben. Ich habe es, glaube ich, vor ungefähr 2 Monaten gemacht. Er baut ja über 20 Fragen auf. Und da haben wir das Institut Humane Arbeit in Innsbruck, die Frau Strecker. Und diese gut 20 Fragen haben wir einen wissenschaftlichen Hintergrund. Das heißt, es ist schon erprobt, da gibt es schon Erfahrungswerte. Und das war denen auch wichtig, dass wir da richtig auch dann einerseits gut skalieren können und evaluieren können. Es sind ja 3 Bereiche. Das soziale Klima, das Engagement im Unternehmen und dann die Grundfreude, die Lebensfreude auch der Mitarbeiter, damit wir auch Beständigkeit haben. Und magst du kurz sagen, Martin, waren da alle Mitarbeiter gleich bereit, das zu machen? Was waren die Rückmeldungen? Ich habe es auch über die Ergebnisse dann, oder du einzeln sogar mit den Mitarbeitern kommuniziert. Wie war das in der Praxis? Ja, ich habe es sehr offen gelassen, jedem freigestellt, ob er den Test macht oder nicht. Eine Person, ich weiß nicht wer, hat sich enthalten, hat den Test nicht ausgefüllt. Alle anderen haben es sehr, sehr spannend gefunden und haben auch sehr wenig Zeit dafür gebraucht. Das ist eigentlich in 5 bis 10 Minuten ist der Test fertig. Besonders interessant ist dann die Auswertung gewesen, die durchaus ganz neue Erkenntnisse für mich gebracht hat oder Vermutungen, die ich gehabt habe, gar nicht bestätigt hat, in welche Richtung eigentlich die verschiedenen quasi Elemente, Strömungen zu sehen sind, rauszulesen sind. Und ich daraus erkannt habe, dass es bestimmte Themen gibt in der Firma, die zu wenig behandelt wurden bis jetzt, wo ich gedacht habe, zum Beispiel die Sinnhaftigkeit, wie sehr die verstanden wird, wie sehr das Ziel und die Vision gelebt wird, dass da noch viele Hausaufgaben zu machen sind, noch viel zu tun ist. Und deshalb bin ich schon sehr dankbar, dass man mal einen Spiegel vorgehalten kriegt und sieht, wie schaut es wirklich aus und woran müsste man jetzt in der nächsten Zeit arbeiten, um dann vielleicht in 4 oder 6 Monaten den Test nochmal zu machen, um zu sehen, haben die Maßnahmen, die Veränderungen was bewirkt? Sie haben die Gespräche stattgefunden, die wir uns alle dann vorgenommen haben, aus dem Test herauskommen. Und gibt es tatsächlich eine Möglichkeit einer positiven Veränderung?
Ja, das ist schön. Wir haben auch den Test auch gemacht, Martin, im Team, 6 Mitarbeiter und oder Kollegen, Kolleginnen. Und es war sehr interessant. Ich habe damit nicht gerechnet, aber wenn ich das kurz sagen darf, das soziale Klima, also das Zwischenmenschliche ist sehr gut. Auch die Grundsinnerfüllung, die Freude, allerdings der mittlere Bereich, das Engagement, da sind wir nur im mittleren Bereich. Und unsere Interpretation oder auch meine war die, dass wir einfach sehr aktiv sind, sehr viel machen, und aber noch wenig Ergebnisse haben in Form von Mitgliedern. Also dass der Aufbau des Ganzen sehr langsam geht, was ja auch wieder einen Sinn hat. Und das lehrt uns ja wieder zu fokussieren und all diese Dinge. Also Sinnerfüllung, Beitrag zu einer besseren Welt, da haben wir ein bisschen gezweifelt dran, dass unser Engagement richtig fruchtet. Und das ist eben dann nur im mittleren Bereich sehr, sehr aussagekräftig, sehr kraftvoll. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, weil du gesagt hast, ein Mitarbeiter hat oder Mitarbeiterin hat das nicht ausgefüllt. Selbst du weißt nicht, wer das ist. Also diese Anonymität ist ganz wichtig. Es gibt immer ein Gesamtergebnis und selbst wir als Ökonomie der Menschlichkeit haben entschieden, auch wir wollen den Freudestatus nicht übermittelt bekommen, damit wir völlig unvoreingenommen sind. Und wenn wir dann eben das evaluieren, sehr wahrscheinlich nach 6 Monaten sinnvoll laut Frau Strecker, dann ist es natürlich schön, wenn wir dann hören, wow, da hat sich was verändert in diese und jene Richtung, positiv. Weil die Freude, das ist ja nicht nur der Freudestatus, sondern wir arbeiten ja auch dann mit dem gemeinsamen Anliegen Freude. Wir erinnern uns gegenseitig. Dieser innere Dialog, der oft so fordert, wo man Ängste hat, wo man nicht immer positiv ist. Also da kann man richtig die Spirale über die Freude nach oben bringen. Ja, Martin, du hast sehr, sehr viel Erfahrung, eine große Kommunikationsagentur, hast aber mal entschieden, zu reduzieren, weil du nur mehr Dinge machen möchtest oder Kunden haben möchtest, wo du wirklich das Gefühl hast, das ist ein ganz, ganz großer Sinn dahinter, ganz eine positive Geschichte. Das hat mich auch sehr berührt, weil das ist auch selten, dass man sagt, ich verkleinere mich, weil ich einfach richtig mir die Kunden mehr aussuchen will und nicht überall mitschwimmen will, wo ich vielleicht auch gar nicht dahinter stehe, oder? Ja, das ist natürlich ein Interessgebanz, weil einerseits gibt es Kunden, mit denen hat man sehr viel Freude und kann viel Freude entwickeln. Und bei sehr vielen momentan gegenwärtigen ist auch so, dass dann Freundschaften entstehen. Aber früher war es schon so, dass es viele Firmen gab, auch besonders Konzerne, die von Anfang bis Ende keine Freude erzeugt haben, sondern immer auf Druck aus waren. Immer wie viel kann man aus dem Partner oder Geschäftsbeziehung beim anderen rausquetschen? Und man fühlt sich dann wie eine Zitrone. Und diesen Luxus, den ich jedem wünsche, zu haben, zu sagen, mit welchen Partnern, mit welchen Kunden, mit welchen Mitarbeitern auch man Freude hat, Freude im Alltag haben und entwickeln kann. Und dort, wo es eben eindeutig nicht funktioniert, dass man auch da manchmal die Kraft hat und den Mut, da Nein zu sagen, nein, da ist mir das Wirtschaftliche nicht so wichtig, sondern eigentlich mehr die Entwicklung und die Freude, die eigentlich dann von allen empfunden werden kann. Und ich glaube, das ist eine Win-Win-Win-Situation, wie es bei uns dann der Fall ist, wenn es klappt. Herausforderungen kommen trotzdem immer wieder, aber es wird dadurch immer besser und man kann mehr gemeinsam am selben Seil ziehen. Schön, Martin. Du siehst ja ein Riesenpotenzial in der Ökonomie der Menschlichkeit. Das ist auch für uns bestärkend, wenn man so erfahrene Menschen dann im Boot hat, weil die Ökonomie der Menschlichkeit entwickelt sich ja nicht bei uns am Schreibtisch, im Team, sondern wir binden ja Unternehmer, Unternehmerinnen ganz stark ein. Und es ist eine gemeinsame Kreation, weil die Zukunft oder was wir mal haben werden, die gestalten wir erst, die ist ja noch nicht vorhersehbar. Aber das ist dieser offene Prozess, sich da einzulassen, ist sicher ganz, ganz wesentlich. Und was ich bei dir auch sehe, und ich weiß nicht, ob es jetzt Einzigartigkeit ist im Moment, wir haben ja intern haben wir den Freudestatus, den wir ermitteln oder die Unternehmer ermitteln. Und nach außen zeigen wir uns ja mit Logotafel, mit diversesten Dingen. Und die Logotafel ist eigentlich so dieser Leuchtstern. Und ich sehe bei dir im Hintergrund Content Artist und Ökonomie der Menschlichkeit. Das ist auch ganz ein schönes Commitment. Danke dafür. Ja, sehr gerne. Weil eben viele Kontakte entstehen jetzt mittlerweile über einen Videocall. Aber wir haben auch eine kleine Tafel beim Eingang natürlich aufgehängt. Und Prospekte liegen auf der Seite über Ökonomie der Menschlichkeit, wo dann immer wieder Termine, dass die Moment nützen, zum Schluss dann eins mitnehmen und sich dann Gedanken machen, ob das nicht auch was wäre für die Zukunft. Und das Interesse ist eigentlich bei fast allen, also unseren Besuchern dabei. Nur die Umsetzung, da zeigt sich manchmal, da braucht es Mut oder Zeit oder die Kraft,
das in den Alltag zu integrieren. Und das würde ich Ihnen dort anlegen. Ja, da haben wir auch einen interessanten Impuls am 3. November mit dem Professor Gerald Hüther, Gehirnforscher in Deutschland, wo es genau um diese Dinge geht, dass man sich selbst ermächtigt, ermutigt, in den Prozess in dem Sinn hineingeht, weil es einfach absolut an der Zeit ist. Eben auch Menschlichkeit heißt ja auch, das ist öfter ein Thema, dass ich mich selbst da kommuniziere. Nicht, dass ich alles funktioniert und alles gut mache, sondern dass ich mich selbst da mitteilen kann mit all meinen Fehlern und Befindlichkeiten, was auch in dem Sinn ganz natürlich ist. Lieber Martin, vielen, vielen Dank für das Interview, für dein Engagement. Und wir unterstützen uns gegenseitig. Das betonst ja du auch immer wieder. Wissenstransfer unter den Unternehmen. Da haben wir einen Freudeabend. Das warst du der Impulsgeber. Und das macht wirklich große Freude, wenn man das sieht. Da haben wir unterstützt. Man sieht nicht nur sein eigenes Unternehmen, sondern man gibt Wissen weiter, branchenübergreifend, was auch ganz, ganz wichtig ist. Und so nähern wir uns gegenseitig und werden sicher in eine gute Zukunft gehen. Weil das Außen, wissen wir, ist fordernd, wird vielleicht sogar noch fordernder, aber diese Kooperation und die gemeinsame Sichtbarkeit über die Ökonomie der Menschlichkeit ist sicher ein Instrument, das uns allen dient. Danke dir auch vielmals, Georg, für deinen Einsatz.